Gut, dann herzlich willkommen zur Vorbesprechung der Vorlesung und Übung Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Mein Name ist Stefan Oppel. Dass wir gemeinsam die Vorlesung machen werden. In der begleitenden Übung gibt es ja mehrere Gruppen, die betreuen wir alle gemeinsam. Wir alle, K. und der Richard Heininger, sind also beiden anderen Übungsleiter. Und gemeinsam werden wir jetzt das Semester uns mit PKM beschäftigen. Vielleicht vorab, um einmal die ganze Spannung rauszunehmen, es sind ja doch einiges zu wenig Plätze in den Übungsgruppen verfügbar gewesen. Deswegen haben wir euch gebeten, heute auch wirklich anwesend zu sein, damit wir die formale Aufnahme in den Übungsgruppen machen können. Alle Personen, die heute anwesend sind oder sich entschuldigt haben, können auf jeden Fall an der Übung teilnehmen. Also ihr kriegt auf jeden Fall eine Zuteilung, ob sie das in einer weiteren Übungsgruppe manifestieren wird oder ob wir euch zu einer der bestehenden Übungsgruppen zuteilen, werden wir nur entscheiden. Oder hier wird die Universität noch entscheiden. Wir bitten, nur damit wir da eine Entscheidungsgrundlage haben, jetzt eine Unterschrift, wir geben jetzt die Liste durch. Auf der einen Seite gibt es eine Liste mit, für die Leute, die bereits eine Zuteilung haben. Da stehen die Namen schon drauf, da bitten wir um Unterschrift. Wer noch keine Zuteilung hat, heißt, entweder gar nicht angemeldet worden oder auf einer Warteliste steht, tragt sie bitte auf den zweiten Zettel ein, der hoffentlich dann am Weg nicht verloren geht. Gut. Prozess- und Kommunikationsmodellierung ist eines der Fächer, also ich mache jetzt eine allgemeine Vorbesprechung, dann gehen wir spezifisch auf die Vorlesung ein, danach gehen wir noch spezifisch auf den Übungsmodus ein, wir haben insgesamt ungefähr 3 Stunden schätze ich. Dauern. Prozess- und Kommunikationsmodellierung als gesamtes Modul gehört zu den Grundlagenfächern in Bachelor der Wirtschaftsinformatik. Und dort zu den Kernfächern. Akustisch ein bisschen ungünstig, weil hinten gleich wird, da bin ich immer so irritiert. Aber außerdem ganz wieder besser, weil wir das nicht schon so halt, oder? Hallo? Haben wir es kaum gesehen? Etwas, oder? Super. PKM, Prozess- und Kommunikationsmodellierung, ist das Fach, das Sie in diesem Grundlagenblock mit der praktischen Kernaufgabe der Wirtschaftsinformatik beschäftigt, nämlich diese Schnittstellenfunktion herzustellen zwischen der Organisation einem Unternehmen, in dem eben Probleme, Herausforderungen in Arbeitsprozessen besteht und jenen Abteilungen, die sie mit der Unterstützung durch Informationssysteme, durch IT-Systeme dieser Arbeitsprozesse auseinandersetzen. Ihr als Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker müsst dann eh sein, die sich dafür verantwortlich fühlen, diese Übersetzungsleistung zwischen was brauchen wir eigentlich wirklich in der Organisation und was brauchen wir für Informationssysteme, das hoffentlich dann das Problem löst. Das zu leisten. Das Problem, wenn das nicht passiert, wenn man das direkt die Informatiker machen lässt, dann werden da meistens Probleme gelöst, die in Wirklichkeit keiner gehabt hat und das führt, ich bin selber Informatiker, ich darf das, und das führt dazu, dass man dann in der Organisation in erster Linie Workarounds und Ineffizienzen verursacht. Das heißt, das Informationssystem führt nicht zu einer Erleichterung des Arbeitsprozesses, sondern zu verkomplizieren in Wirklichkeit. Ja, jetzt, wenn man irgendwo hört, wenn man mit einem Unternehmen zu tun hat, das kann ich nicht machen, weil das System lost mir nicht oder sonst irgendwas, dann weist es darauf hin, dass irgendwas zwischen dem Arbeitsprozess, wie er in der Praxis funktioniert, und dem, was das IT-System versucht zu unterstützen, nicht zusammenpasst. Und genau das zu verhindern, ist unsere Aufgabe als Wirtschaftsinformatiker. Genau da müssen wir rein.
Und dazu soll es hier im Studium einen Werkzeugkoffer mitgeben. Ja, ihr wirst mal beide Seiten kennenlernen, deswegen gibt es Lehrveranstaltungen aus der Informatik und aus der Betriebswirtschaftslehre. Und dann braucht es die Werkzeuge, die diese Übersetzung unterstützen in irgendeiner Form. Und eines dieser Werkzeuge, wenn es auch so ein relativ wesentliches, ist die Prozessmodellierung, das heißt die Abbildung von organisationalen Abläufen, von Arbeitsprozessen in einer Form, die man auch möglichst automatisiert weiterverarbeiten kann. Das heißt, die dann als Grundlage dazu dienen kann, dass man ein Informationssystem baut, ist das, was da abgebildet ist, in diesem Prozessmodell, diesem realen Arbeitsprozess, dann auch wirklich unterstützt. Und wie das funktioniert oder was man aufpassen muss, was man überhaupt abbildet und welche Möglichkeiten es gibt, das ist Gegenstand der Vorlesung und Übung PKM. In der Vorlesung klassisch eher die konzeptuelle Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Ich sage jetzt ganz bewusst, weil die theoretische, wir werden es sehr praktisch organisieren, das erzähle ich dann gleich, wie das funktionieren wird. In der Übung dann die anwendungsnahe Abbildung. Da werden wir dann auch wirklich an Praxisproblemen arbeiten und versuchen, konkrete Lösungen zu bauen und drüber stolpern, dass das alles gar nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wenn man von einem Geschäftsprozessmodell spricht, dann sieht man auf den ersten Blick nichts, wenn ich das vergleiche nicht. Ja. Dann sieht man auf den ersten Blick irgendwelche komischen Kasten, wo irgendwas drinnen steht. Vielleicht irgendwelche Kreise mit dazu. Und das war's. Mehr ist es auf den ersten Blick noch nicht. Was aber in dem, was man da abwürgt, ganz viele Annahmen dahinter stecken, dass auf der anderen Seite diese Kästchen auch mehr sind als nur irgendwas hingezeichnet ist, sondern dass das im Wesentlichen eine Repräsentationsform eines Computerprogramms sein kann. Man kann genauso Programmcode hinschreiben. Der ist noch nicht wirklich zugänglich für Leute, die noch nicht programmiert haben. Ja, das Prozessmodell ist der Versuch, Abläufe, nicht nur Programmabläufe, sondern organisationale Abläufe, so zu abzubilden, so zu repräsentieren, dass sie auf der einen Seite den Technikern was nutzen, die Systeme bauen sollen, auf der anderen Seite aber auch jene Personen, die mit dem eigentlichen Arbeitsprozess konfrontiert sind, was nutzen, um zum Beispiel zu verstehen, was andere zum Arbeitsprozess beitragen. Ja, jetzt mache ich nur ein paar Kasten dazu, wenn man da dann das, der Kreis heißt, da beginnt es, dann haben wir eine Aufgabe, dann haben wir eine andere Aufgabe, der zweite Kreis heißt, da endet es. Und da hängt vielleicht nur irgendwo so eine Ellipse dran, die bedeutet, das macht die Person A und das macht die Person B. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal in unserem Modell nur Verantwortlichkeiten mit drinnen. Dann legt das, was wir da auf den Tisch legen, dieses Geschäftsprozessmodell, schon einmal eine Annahme über die Realität dar, die hoffentlich A und B auch so sehen. Ja, hoffentlich weiß A, dass er das erledigen muss, bevor B das machen kann. Und wenn das vielleicht nicht so ist, dann lösen wir schon ein ganz praktisches Problem in der Organisation, nämlich ein Bewusstseinsproblem, wie der globale, wie der ganze Arbeitsprozess ausschaut. Und ermöglichen aber gleichzeitig dass irgendjemand in der IT ein System bauen kann, das genau diesen Arbeitsablauf unterstützt, anleitet, sagt, wenn der A fertig ist, dann kann ich dem B eine E-Mail schicken, dass man jetzt da weitermachen kann. Dann könnte ich vielleicht sogar, wenn wir noch ein weiteres Element einführen, das uns die Daten repräsentiert, in unserem Modell abbilden, dass wir als Ergebnis von der Aktivität XY das Dokument C rausbekommen und dass der B für die Aktivität Z das als Information benötigt. Ja, das sind Sachen, die man in Prozess- und Kommunikationsmodellierung sich überlegen muss, was an Information überhaupt relevant ist, ob man überhaupt Informationen über die Verantwortlichkeiten brauchen, über die Daten brauchen, ob uns der Ablauf reicht, ob es wichtig ist, wer wirklich dafür zuständig ist, ob es nur wichtig ist, dass es überhaupt passiert. Das sind Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir Modellierung als Vorgang uns anschauen. Das heißt, ihr werdet da herinnen in diesem Modul lernen, welche Modellierungssprachen es gibt, also wie diese Kastel miteinander, also welche Kastel es überhaupt gibt und wie die miteinander verbunden werden dürfen und was das dann bedeutet. Ihr werdet aber auch
vor allem im zweiten Teil der Vorlesung und der Übung dann sehen, wie man bei der Konstruktion dieser Modelle vorgeht, auf was man auch sozial jetzt aufpassen muss, wenn man solche Modelle erhebt, was dort die Knackpunkte sind. Das größte Problem in Organisationen ist üblicherweise, hinzeichen ist aber schnell. Ja, holen wir einen externen Berater, der geht einen Tag, zwei Tage durch das Unternehmen und dann zeichnet man solche Modelle hin. Das ist aber der Königsweg dorthin, dass ich da Modelle habe, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was in der Praxis läuft. Genau das möchte man vermeiden, weil nur wenn man Modelle hat, die den realen Arbeitsprozess abbilden, dann schaffen wir es, Systeme zu bauen, die den auch wirklich unterstützen. Weil wenn ich ein Blödsinn reinstecke, was da in den Modellen drinnen steckt, dann kann das IT-System der Blödsinn wieder raus. Und dann habe ich genau das, dass ich Systeme baue, die kann was nutzen und nur Schwierigkeiten lassen in der Bank. Da will ich am Ende des Semesters hinkommen und deswegen bauen wir die Vorlesung und Übung so auf, wie man es aufbaut. Und ich fange jetzt einfach mal mit der Vorlesung an, vom Inhaltsüberblick und vom organisatorischen Überblick. Das geht nicht. Das geht. Die Vorlesung und die Übung PKM sind im Studienplan ein Modul, gehören also zusammen, inhaltlich, werden aber getrennt, abgehalten und auch beurteilt, sind natürlich inhaltlich aufeinander abgestimmt, sehr eng sogar, das werden wir dann sehen, sind aber grundsätzlich separat absolvierbar. Das heißt, sollte jemand herinnen sitzen, der die Vorlesung schon hat und nur mehr die Übung braucht oder umgekehrt, ist das natürlich kein Problem. Ich präsentiere jetzt aber beide Lehrveranstaltungen getrennt, weil es vom Modus sie naturgemäß, weil es unterschiedliche Lehrveranstaltungstypen sind, auch unterscheiden. Eine Vorlesung laut Studiensatzung, auf jeder Uni, aber an der JKU, hat keinen sogenannten prüfungsimmanenten Charakter. Was heißt das? Es gibt kaum Wissenschaft. Ja, es gibt am Schluss eine schriftliche Prüfung und mit dieser schriftlichen Prüfung kann man die Lehrveranstaltung abschließen, ohne dass man irgendwann mit abwesend. Grundsätzlich. Die Vorlesung PKM ist auch dafür konzipiert, dass das möglich ist. Ja, der Anspruch beim Design der Lehrveranstaltung war es und ist es, dass man möglichst flexible Teilnahme ermöglichen. Wie wir das machen, erkläre ich gleich. Es ist aber vor allem auch eben der Anspruch, dass es möglich sein soll, auch ohne Anwesenheit die Lehrveranstaltung erfolgreich abzuschließen. Dass aber hoffentlich die Anwesenheit auch was fürs Verständnis bringt und dann dementsprechend auch die Prüfung einfacher macht. Grundsätzlich ist die Vorlesung geblockt, das heißt, wir werden mit der Vorlesung schon zu Semestermitte, hilft mir immer gemeint, schon zu Semestermitte fertig sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in Kuss noch alle Termine drinnen stehen. Schon, gell? Bitte? Sind schon bereinigt. Gut, dann habt ihr schon gesehen, dass man eigentlich mit Ende, schon wieder, dass man mit Ende des Mai mit der Vorlesung grundsätzlich oder mit Mitte Mai mit der Vorlesung grundsätzlich fertig sind. Die Vorlesung und auch die Übung, das gilt für beides, ist nach unterschiedlichen sogenannten Themenbereichen organisiert. Wir haben drei Themenbereiche, anhand derer wir uns durch die Thematik durchhandeln. Das ist der Themenbereich 1, wo wir uns mit den Grundbegriffen und den Grundkonzepten beschäftigen, Organisationen und Modelle. Der Themenbereich 2, wo wir uns mit der Modellierung Sprachen beschäftigen, das heißt, wo wir uns dann anschauen, was diese ganzen Kasteln und Verbindungen dazwischen denn bedeuten und welche Möglichkeiten zur Abbildung es denn gibt. Und der Themenbereich 3, wo wir das in den praktischen Kontext setzen und über Geschäftsprozessmanagement als übergeordnete Managementaktivität sprechen. Die sind aufeinander aufbauend und mit denen werden wir uns in der Vorlesung jeweils zwei Termine lang beschäftigen. Jetzt ist die Vorlesung ja trotzdem eine 3-Credit-Lehrveranstaltung und hat deswegen eigentlich 15 Termine.
Sind aber tatsächlich nur 6 Präsenztermine. Das liegt daran, dass der Lehrveranstaltungsmodus dem sogenannten Flipped Classroom-Prinzip entspricht. Ich weiß nicht, ob das schon mal wer gehabt hat. Ich glaube, der Stefan Koch hat in Gewinn mittlerweile auch damit angefangen. Beziehungsweise ist es vielleicht auch in der Schule schon mal untergekommen. Es ist in CE, in unserer zweiten Vorlesung, aber es ist vor allem auch jetzt in PKM, so, dass ihr euch, wenn ihr an den Lehrveranstaltungsterminen teilnehmen wollt, was wie gesagt freiwillig ist, bitte vor den Lehrveranstaltungsterminen mit den Inhalten des jeweiligen Themenbereichs auseinandersetzt. Das heißt, es gibt jeweils eine Vorbereitungsphase. Auseinandersetzen bedeutet, ihr findet im Skriptum, das ihr frei zum Download in der Lernplattform, die ich nachher dann gleich zeigen werde, findet. Ihr findet im Skriptum genau diese Themenbereiche wieder und diese Themen sind in einzelne Themen untergliedert, anhand derer wir uns mit den einzelnen Aspekten beschäftigen. Nicht schrecken, das Ding hat über 200 Seiten. Es ist aber nicht die Idee, dass das irgendwer auswendig lernt. Ja, gar nicht. Gegenteil. Wir werden genügend Zeit haben, auch noch über die Prüfungsfragen zu reden oder unsere Musterprüfung anzuschauen. In PKM ist mein Anspruch bei den Prüfungen, dass man eben nichts auswendig kennen muss. Sondern wenn man was auswendig kennen müsste, dann steckt schon durch. Eben um die Anwendung. Ja? Wir sehen jetzt da die unterschiedlichen Themen, vorkodiert die Themenbereiche, ganz oben den Themenbereich 1, da in was auch immer das für Farbe ist, hellblau, in lila den Themenbereich 2, wo es um die Modellierungssprachen geht, und in gelb unten den Themenbereich 3. In der Vorbereitungsphase bitten wir darum, dass euch jeweils die Inhalte dieser Themen anschaut. Das ist nicht nur textuell aufbereitet, sondern zu jedem dieser Themen gibt es auch Videoaufzeichnungen, wo ich die klassische Vorlesung mache. Klassische Vorlesung heißt, man geht dieses Thema konzeptuell durch, vorn steht einer, redet, hinten pharisieren sie alle, das verlagern wir aus dem Hörsaal hinaus, pharisieren tatsächlich daheim, könnt ihr dann auch auf Pause drücken oder, das ist der große Vorteil an den Videos, auf anderthalbfache Geschwindigkeit, das geht ganz gut, sind wir drauf, kommen wir zweifach, hier schwierig. Und dann hat man sich die Inhalte einmal angeschaut. Funktionieren dort das so? Zur Lernplattform soll ich dann gleich nochmal was, ich zeige es mir kurz einmal. Dass ihr in der Lernplattform die ganzen Inhalte drinnen habt und auch die Videos. Diese Videos sind dann unterschiedlich lang, weil sie auch in unterschiedlichen Jahren entstanden sind mittlerweile. Mal da aktuelles dazu nehmen einmal. Und in diesem Video gehe ich entlang des Skriptums, das ist ganz wichtig. Das ist so ausgehend von dem Rahmen, den wir jetzt im letzten Teil zu diesem Thema besprochen haben. Ja, oder habt ihr jetzt erzählt, wie das ausschaut? Ne? Gehe ich anhand des Skriptums die Inhalte durch und zeichne da am Skriptum gegebenenfalls mal was dazu, erkläre, ich lese nicht das Skriptum vor. Das ist nicht die Idee einer Vorlesung. Sondern ich erkläre, was da wichtig ist, spreche vielleicht über manche Teile, die nur als Referenz dienen, auch drüber. Das bitte anschauen, gegebenenfalls an den Skriptum nochmal mitschauen. Ich gehe, wann wer in die Vorlesung zum Präsenztermin kommt, dann davon aus, dass ihr euch das anschauen habt. Das heißt, das machen wir dann nicht mehr im Detail, sondern das vertiefen wir nur noch. Das heißt, es gibt dann jeweils den ersten Termin, wo ich die wesentlichen, ganz wichtigen Punkte nochmal rausgreife, vielleicht in Zusammenhang setze und dann nochmal ein integratives Beispiel vielleicht. Das wird bei den Vertiefungsterminen passieren. Und dann gibt es einen zweiten Termin, wo es um die interaktive Anwendung geht. Das heißt, im Gegensatz zu einer klassischen Vorlesung wird es da so sein, dass es von uns eine Übungsaufgabe gibt, die wir herinnen gemeinsam im Hörsaal bearbeiten werden. Gemeinsam bedeutet, dass ihr vielleicht in kleinen Gruppen oder auch individuell, je nach persönlicher Präferenz, ungefähr 3/4 Stunden an dieser Aufgabe arbeitet.
wir oder ich da sind und dann Fragen beantworten können und wir das dann nochmal versuchen gemeinsam zusammenzufassen. So dass man dann hoffentlich verstanden hat, was in diesen Themenbereichen wichtig war. Ja? Keine Anwesenheitspflicht, Anwesenheit ist freiwillig. Warum sollte man das dann antun, außer dass ich was lerne? Dabei gibt auch ein Incentive dafür, es besteht für jeden Themenbereich bei diesem Präsenztermin die Möglichkeit, bis zu einem Drittel der Übung, der Prüfungspunkte für den Themenbereich sich schon vorab zu erwerben. Ja? Immer. Oder auch nein, immer. Sorry, ich sag's gleich nochmal. Ja? Aber gehört nicht immer. Ja. Funktionieren wird das so, ich mache das jetzt seit 3 Jahren in all meinen Vorlesungen, habe ich mich bewährt eigentlich, funktioniert hat das so, oder tut es so, dass wir in den Vertiefungsterminen Verständnisfragen, Orientierungsfragen haben, die ihr dann versucht, multiple-choice-mäßig zu beantworten, und ich gehe dann im Nachhinein an diesen Fragen nochmal durch, was wichtig war, und vertiefe dann nochmal an einem Beispiel. Die erworbenen Punkte auf diese Multiple-Choice-Fragen, da gibt es immer eine richtige Antwort, jede Antwort der Punkt, die machen von diesem Drittel, wiederum ein Drittel, also ein Neuntel aus, die praktische Anwendung macht 2/9 von den erreichbaren Punkten. Praktische Anwendung bedeutet, ihr werdet in diesem Präsenztermin auch mitdokumentieren, was eure Ergebnisse waren, vielleicht auf Papier oder direkt am Rechner, und das am Ende des Termins abgeben in unserer Lernplattform. Wir werden uns das anschauen und auch beurteilen, nicht im Sinne von, das muss hundertprozentig richtig sein, sondern da hat tatsächlich eine Auseinandersetzung mit den Inhalten stattgefunden, das muss erkennbar sein, und dann gibt es da die Bonuspunkte. Die Bonuspunkte, gesagt, sind maximal 1/3 der erreichbaren Punkte pro Themenbereich und gelten immer. Das heißt, die schriftliche Prüfung an sich muss nicht von Haus aus schon positiv werden und dann wird es besser, sondern die gelten auf jeden Fall und können auch eine negative Prüfung, die an sich negativ war, positiv machen. Das ganz blöd her, wie es aber auch schon kommt, ist der 5er und der haben wir jetzt 2. Also knapp vor 5 haben wir jetzt mit den Bonuspunkten aus, wenn man alle gehabt hat, dass man nur gut erreicht. Nicht drauf aulegen vielleicht. Ich habe es jetzt immer schon erwähnt, ohne dass ich es herausgestrichen habe. Diese Themenbereiche werden dann bei der Prüfung separat betrachtet. Das heißt, bei der Prüfung gibt es dann die Möglichkeit, klarerweise, für jeden Themenbereich 100% der Punkte zu erreichen. Das ist aber pro Themenbereich auch das Maximum. Das heißt, wenn ich auf der Prüfung alles richtig habe und Bonuspunkte gehabt hätte, dann sind die Bonuspunkte immer sonst gewesen. Ja, bei 100% wird abgeschnitten. Um sicherzustellen, dass es kein Übersprechen zwischen den Themenbereichen gibt und was ich nicht einen kompletten Themenbereich sparen kann. Ja, ich glaube, das soll wichtig sein. Ja, also das heißt, pro Themenbereich 100% maximal, habe ich 80% auf der Prüfung erreicht und die vorigen 33% auf die Bonuspunkte, dann haben wir insgesamt 100%. Ja, und nicht 113. Soweit klar zum Prüfungsmodus? Ich erkläre das auch noch einmal in einem separaten Video, wo ich versucht habe, mich zu konzentrieren auf das Ganze, was ich da erzähle. Da geht den Syllabus nochmal durch, da gibt es auch diese Erklärung des Vorlesungsmodus noch einmal separat besprochen. Es ist hoffentlich konsistent zu dem, was ich jetzt erzähle. Welche Termine das genau sind, seht ihr im Kurs oder auch in dem Syllabus-Dokument, das dann auch in der Lernplattform steht. Da seht ihr dann auch
dass wir nächste Woche nochmal eine Pause haben. Einerseits, damit genügend Zeit bleibt, sich auf den ersten Themenbereich vorzubereiten. Andererseits, weil ich leider nächste Woche einen Termin habe und nicht da bin. Deswegen fällt der aus. Und am 20.03. beginnen wir dann mit dem eigentlichen Vorlesungsbetrieb. 20.03., 27.03. wird Themenbereich 1 sein. Die zwei Wochen drauf, im Anfang April, haben wir den Themenbereich 2, Modellierungssprachen. Dann ist Ostern, deswegen ist da so eine lange Pause. Anfang Mai haben wir den Themenbereich 3. Dann ist wieder eine Woche Pause, um sich auf die Prüfung vorzubereiten, beziehungsweise da herinnen eine Frage zu stellen. Und dann gibt es die beiden Prüfungstermine, zu denen sage ich auch noch was. Die Prüfung ist dann so organisiert, dass jeder dieser genannten Prüfungstermine selbstständig besucht oder an jedem dieser beiden Prüfungen separat teilgenommen werden kann. Die sind nicht voneinander abhängig. Das heißt, es sind keine Teilklausuren, es ist auch keine Haupt- und keine Nachklausur. Das sind separate Prüfungstermine, die ihr in KUS so seht. Da kann man sich ja bereits anmelden dazu. Welchen ihr in Anspruch nehmt, ist egal. Ja? Erfahrungsgemäß sind die Ergebnisse beim ersten massiv besser. Weil der zweite in die harte Prüfungszeit einfällt, wo die ganzen anderen Prüfungen da sind und da Ende Mai ist vielleicht noch nicht allzu viel. Die Bonuspunkte gelten für beide Prüfungstermine unabhängig voneinander und auch für den dritten Prüfungstermin, der dann Ende des Wintersemesters stattfinden wird. Erst wann das nächste Mal BGM stattfindet, das heißt im Sommersemester 2020, verfolgen die Bonuspunkte. Wenn sich dann nicht wirklich mal was verändert und dann muss man sich neu erwerben. Bei der Prüfung ist es so, dass ihr, das erzähle ich mal her nochmal, dass ihr einfach euch bitte anmeldet, dann auch die Möglichkeit habt, euch die Prüfung eine Viertelstunde lang anzuschauen und zu entscheiden, ob ihr es wirklich mitschreiben wollt. Wann das der Fall ist, bleibt es einfach sitzen, schreibt es weiter, dann gibt es und dann gibt es auf jeden Fall eine Note. Wenn ihr in der ersten Viertelstunde, wenn ihr in den ersten 15 Minuten geht, ist es so, wie man ihr nicht da gewesen wird und es gibt einfach keine Entscheidung. Ja? Nicht, dass es ein Problem normalerweise wäre, dass man mit den Prüfungsantritten im PKM nicht rauskommt, aber es gibt die Möglichkeit zu gehen und so zu tun, als wäre man nicht da gewesen. Gut, so viel zur Vorlesung. Gibt es Fragen dazu? Nochmal, keine Anwesenheitspflicht. Prüfungsreferenz ist das Skriptum, das heißt, es reicht, das ist eh genug, aber es reicht auch, wenn man sich das Skriptum angeschaut hat. Die Teilnahme an den Präsenzterminen macht das Absolvieren der Prüfung leichter, weil man die Bonuspunkte hat und taugt halt auch nochmal zum Verständnis bei und sollte dann dadurch auch die Prüfung von sich aus schon einfacher machen. Weil man natürlich da an Aufgaben arbeiten, die so auch in der Form irgendwie Prüfungsaufgaben sein können. Wer sich ein bisschen orientieren will, kann dann auch im Skriptum schon nachschauen, für jedes der Themen, die wir da drinnen haben, gibt es am Ende, sogenannte Fragen zur Selbstkontrolle, die schon ganz bewusst so formuliert sind, dass sie auch Prüfungsfragen sein könnten. Ja, die sollen ein bisschen die Idee geben, in welche Richtung fragt er denn, wenn er das bei der Prüfung macht. Auf der einen Seite sind die ungefähr das, was mir wirklich wichtig war, auf der anderen Seite sind sie so formuliert, wie auch Prüfungsfragen formuliert sein könnten. Das einzige Versprechen ist, dass genau die Fragen nicht zur Prüfung kommen, aber in die Richtung geht es üblicherweise. Die werden wir so übrigens nicht besprechen, da können wir bei der Fragestunde gerne nochmal drüber sprechen, aber ansonsten sind die wirklich zur Selbstkontrolle. Könnt ihr gerne in den Präsenzterminen auch nochmal nachfragen. Von mir aus werde ich es aber nicht nochmal im Detail durchgehen, mit dem Rahmen sprechen, den wir uns für die Vorlesung jetzt zeitlich gesetzt haben. Gut, so viel zur Vorlesung, zur Übung. Bei der Übung ist es so, dass es ja formal 4, wenn ich auf den Zettel schaue, vielleicht doch 5 Übungsgruppen gibt.
die dezidiert eine Lehrveranstaltungsleiterin oder einen Lehrveranstaltungsleiter haben. In der Praxis ist das egal. Wir halten die Übung oder führen die Übung integriert durch. Das heißt, deswegen haben die ja alle denselben Ort und dieselbe Zeit. Das heißt, ihr werdet von allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern gemeinsam betreut. Wir teilen uns eher inhaltlich auf, mit der Zielsetzung, dass wir konsistent die Übung teilen. Ja, nicht, dass auch dieselbe Aufgabe von drei Übungsleitern unterschiedlich beurteilt wird, sondern es wird auf jeden Fall dieselbe Aufgabe immer vom gleichen Übungsleiter oder der Übungsleiterin beurteilt. Organisatorisch ist die Übung ebenfalls, also das bedeutet auch, gerade wenn es dann, sagen wir dann, um Gruppenarbeiten geht, es ist egal, in welcher Gruppe ihr zugeteilt seid. Ihr könnt euch beliebig in Gruppen zusammenfinden und da zusammenarbeiten. Schein kriegt es halt dann in der Gruppe oder von der Person, also die Note kriegt es von der Person, in der die Übungsgruppe ihr formal angemeldet oder zugeteilt seid. Die Übungen unterteilen sich in zwei Phasen. Die erste Phase wird parallel zur Vorlesung und vertieft die Vorlesungsinhalte. Das heißt, wenn wir nochmal schauen, wir haben die Vorlesung gehabt. Da haben wir die drei Themenbereiche. Und in der Übung haben wir in der Phase 1 kleinere Übungsbeispiele, die diese Themenbereiche nochmal vertiefen. Das heißt, die haben tatsächlich die Idee, das, was wir da konzeptuell lernen, auch mit ein paar zur Anwendung zu bringen. Das wird so funktionieren, dass es wöchentlich die Vorstellung einer Übungsaufgabe gibt, im Anschluss an die Vorlesung, und dass dann Zeit ist, diese Übungsaufgabe zu bearbeiten und abzugeben. Das Ganze gibt 6 Mal, für jeden Themenbereich 2 Mal. Damit es ein bisschen komplizierter wird, sind die Übungen nicht im Wochenrhythmus abzugeben, sondern es sind immer 2 Wochen Zeit, die Aufgabe zu bearbeiten. Das heißt aber, dass es überlappend ist. Ja, also wir stellen die eine Aufgabe vor und haben 2 Wochen Zeit. In der Woche drauf kommt aber schon die nächste. Gibt aber in der E-Learning-Plattform, die wir verwenden, zumindest eine Anzeige der Deadlines, warum was abzugeben ist. Insofern ist es nicht allzu verwirrend. Diese 6 Übungsaufgaben sind alle abzugeben. Die sind auch teilweise aufeinander aufbauen, beziehen sich aufeinander. Das heißt, die müsst ihr bitte alle machen. Wenn ihr alle erledigt habt, dann seid ihr berechtigt, also wenn ihr alle abgegeben habt, seid ihr berechtigt in die Phase 2. Einzutreten, zur Beurteilung sage ich dann gleich noch was, ganz generell, seid ihr berechtigt in die Phase 2 einzutreten und die Phase 2 dauert dann den Rest des Semesters, konkret ist das eine Monat, also der Juni im Wesentlichen, weil wir da schon Ende Mai sind dann, wenn das parallel zur Vorlesung geht, wo es um die Umsetzung in einem konkreten Projekt geht. Das heißt, wo wir da Einzelaspekte geübt haben und uns rausgegriffen haben, geht es da jetzt darum, das Ganze zusammenzuführen und einmal integrativ zu betrachten und ein konkretes Praxisprojekt von der Modellierung bis hin zur konkreten Arbeitsunterstützung umzusetzen und durchzuführen. Welches Szenario das ist, machen wir alles noch, das führt jetzt durch. Das heißt, hier haben wir die Aufgaben, da hinten haben wir das Projekt, die Aufgaben sind Einzelarbeit. Das heißt, die macht bitte jede und jeder individuell. Beim Projekt arbeitet in Gruppen zu 2 Personen, die sich frei zusammensuchen könnt. Die müsst ihr erst dann melden, wenn wir das Projekt beginnen. Und es ist unabhängig, nur mal gesagt, in welche Übungsgruppe ihr zugeteilt seid. Die Beurteilung in der Übung funktioniert so, dass 60% der Note aus der Phase 1 entstehen, das heißt, das ist die Individualbeurteilung, und 40% aus der Phase 2.
Ich hoffe, ich habe das komplett verstanden. Stimmt, oder? Das wird so sein, dass wir aus jedem Themenbereich eine der abgegebenen Aufgaben zufällig rausziehen und die beurteilen, bitte. Das hat mit der Vorlesung nichts zu tun, ganz wichtig. Ja? Das hat mit der Vorlesung nichts zu tun, das ist jetzt nur die Übungsnote. Eine dieser Aufgaben, die abgegeben worden sind, werden wir zufällig im Zufallsgenerator rausziehen, die werden wir beurteilen und diese Beurteilung dieser drei Aufgaben, die angeschaut worden sind, die machen dann diese 60% aus. Die 40%, die stellen wir im Rahmen eines Abgabegesprächs am Ende des Semesters fest. Das heißt, ihr arbeitet an dem Projekt, habt dabei durch uns in den Präsenzterminen nochmal Unterstützung, wo wir euch auf die wesentlichen Punkte bei der Umsetzung hinweisen. Ganz am Ende des Semesters gibt es dann ein individuelles Abgabegespräch, wo ihr bei einem der drei Übungsleiterinnen dann einen Termin zu 20 Minuten habt, wo ihr eure Ergebnisse und den Prozess, der euch zu diesen Ergebnissen gebracht hat, nur einmal präsentiert, wo wir das besprechen. Da gibt es ein Beurteilungsraster, den wir im Vorfeld auch nochmal transparent machen, also posten, auf was wir genau schauen beim Abgabegespräch. Und das machen dann die restlichen 40%. Frage? Nein, das ist ein Gruppengespräch. Da sollten dann auch beide Zeit haben. Idealerweise sollten beide da sein. Genau. Da haben wir einmal gehabt, das wird aber für uns Partner mal das doppelt antworten müssen. Das heißt, wir machen da Gruppengespräche und es gibt dann auch eine Interviewzeit. Der Übergang steht auch im Schülerbus nochmal. Wir machen am 22.05. das Kickoff. Ihr habt die letzte Deadline zur Abgabe am 29.05. Wann bis 29.05. alle Abgaben da sind, egal wie gut oder schlecht die sind, seid berechtigt in die Phase 2 überzugehen. Das heißt, wer die Übung PKM schon mal probiert hat oder bei uns schon mal CE gemacht hat, kennt das noch. Mit, da werden die Übungen korrigiert und nur wenn man einen gewissen Threshold erreicht hat, dann darf man in die Phase 2, das haben wir gestrichen. Das hat sowieso, ist erstens nicht schlagend worden, zweitens ist es relativ sinnlos. Das heißt, es reicht, ich weiß, wenn ich alle 6 abgegeben habe, dann kann ich in die Phase 2 übergehen. Es gibt nicht diese Unsicherheit, die fangen schon zum Arbeiten an und weiß eigentlich nicht, ob ich teilnehmen darf. Genau, und da steht es an den beiden Tagen, 18. und 19.06., da haben wir versucht, das noch vor die Prüfungszeit zu legen. Gibt es dann die Abgabegespräche, wo es euch individuell anmeldet, werden wir alles in der Tür rechtzeitig bekannt geben. Fragen zur Übung. Bitte richtig schnell übersehen, die Übungen abzugeben. Wir haben letztes Semester den Fall gehabt, dass wer am Schluss draufgekommen ist, dass er vergessen hat, die Aufgabe 2 abzugeben, ist dann blöd. Ja, weil dann, auch wenn ich dann alle abgegeben habe, nachdem alle abzugeben sind, kann man leider nicht an der Phase 2 teilnehmen. Auch deswegen, weil wir immer im Nachhinein Beispiellösungen bereitstellen werden, sodass ich, also was wir nicht schaffen, tatsächlich rein von den Ressourcen her, ist wirklich inhaltliches Feedback auf diese Aufgaben, Ausarbeitungen zu geben. Wir können sie leider nur beurteilen und stellen euch aber dann noch Beispiellösungen bereit, die sagen, was eine mögliche Lösung gewesen wäre. Jetzt draufkommen, in BKM gibt es nicht immer die eine richtige oder die falsche Lösung, sondern es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten, was zu realisieren dementsprechend. Da geht es dann auf die Musterlösung, sondern Beispiellösung, also eine Lösung, die grundsätzlich in Frage kommen würde und die alle Punkte ergeben hätte, heißt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist. Es gibt immer die Möglichkeit, zu uns in die Sprechstunde zu kommen, sich an der Sprechstunde anzumelden und dann nochmal individuelle Fragen zu stellen, zu klären. Beziehungsweise, nachdem es immer überlappend ja, ist, die Ausarbeitung, habt ihr die Woche drauf auch immer die Möglichkeit, nochmal nachzufragen. Nutzt die Möglichkeit. Ja, ich habe nicht verstanden, was zu tun war, zu tun leider nicht. Bitte wirklich fragen. Für das sind wir da.
Wo finden Sie jetzt die ganzen Unterlagen? Lerntechnologie und Lernunterstützung ist Kern unseres Forschungsgebietes, deswegen sind wir nach wie vor nicht auf Moodle umgeschränkt, sondern bauen immer noch unsere eigene Lernplattform, die mittlerweile aber zumindest nicht mehr so schmerzhaft ist, dass man besser nicht sie einloggen möchte und mit eurem Freund sie versucht auszuhalten. Die funktioniert ganz stabil, ihr erreicht sie unter... Ich poste nachher nur mal, jetzt noch mal eine Mail, wo das drinnen steht. learn.ce.jku.at. Da ist unsere Lernplattform online und in dieser Lernplattform werdet ihr, wenn ihr euch einloggt, einen Kurs für die Vorlesung und einen Kurs für die Übung finden. Wenn sich jetzt einloggt, findet ihr erst den Vorlesungskurs, wenn wir für die Übung nicht Wort haben, was die tatsächlichen Zuteilungen sind, werden in den nächsten Tagen verfügbar sein. Da drinnen findet ihr dann auch sämtliche Dokumente, das heißt das Skriptum als PDF zum Herunterladen und zum Drucken, beziehungsweise diesen Syllabus, den ich gerade durchgeschaut habe, das ist alles da. Ihr findet da drinnen die ganzen Videos, die auch auf YouTube über den Kanal, der da drinnen verlinkt ist, nochmal direkt abrufbar sind. Das heißt, wer die Videos gern mobil konsumieren möchte, möchte es wahrscheinlich über die YouTube-App machen und nicht über die Lernplattform, das ist irgendwie angenehmer. Auch das ist möglich. Die Links zu diesen Playlists, die posten wir dann noch. Der Login Wer hat die Lernplattform kaputt gemacht? Gibt's ja nicht. Gut, kommt eh keiner drauf? Doch? Dann liegt es an mir. Wer sich noch nie eingeloggt gehabt hat, muss sich beim ersten Mal ein Passwort anfordern. Jetzt. Das war tatsächlich mein WLAN. Der Benutzername ist der gleiche wie in KUS, das heißt K plus Matrikelnummer, achtstellig. Das Passwort nicht, nachdem wir Gott sei Dank das KUS-Passwort nicht irgendwie importieren können, weil das ausreichend sicher abgespeichert ist, gibt es für diese Plattform ein eigenes Passwort. Initial, wenn man es noch nicht gesetzt hat, bitte einmal auf Passwort vergessen drucken und die E-Mail-Adresse eingeben, die in KUS hinterlegt ist. Die haben wir mit importiert und an diese E-Mail-Adresse wird das Passwort, das Initiale, zugesendet. Ja, mit dem könnt ihr euch einloggen und mit dem könnt ihr dann auch auf die Plattform zugreifen, könnt ihr natürlich dann drinnen ändern. Wie man die Lernplattform bedient, welche Features sie hat, zeige ich euch jetzt nicht, das ist auch eine Sache, auch dafür gibt es Videos. Den Link dazu schicke ich noch aus. Es ist aber ein Bitly-Link, ulearn-tutorial, der führt auf eine YouTube-Playliste, wo die ganzen Features inklusive dieses Login-Prozesses auch nur einmal beschrieben sind und demonstriert sind. Das vielleicht einfach einmal kurz anschauen. Die Lernplattform ist auch das Mittel zum Zweck, um mit uns direkt Kontakt aufzunehmen. Es gibt neben dem eigentlichen Inhaltsbereich, den wir da sehen, auch den Kommunikationsbereich, wo ihr die Möglichkeit habt, entweder innerhalb eurer Lerngruppe bzw. auch individuell mit uns als Lehrveranstaltungsleiter Kontakt aufzunehmen. Wir nutzen es auch, um Informationen zu verteilen. Grundsätzlich hat jeder überall Postingrechte, nur aufpassen, wenn es in Ankündigung was postet, dann geht es an alle 160 rein aus dem Mail. Das heißt, überlegen, ob es wirklich nicht mehr. Ansonsten eher eine neue Interaktion aufmachen und nur die Leute hinzufügen, die es wirklich betrifft.
Gut, das reicht. Drei Viertelstunde hat funktioniert. Gibt es Fragen zur Vorlesung, zur Übung, zu den Unterstützungsgeschichten? Habe ich was vergessen? Nein, ich muss noch sagen. Die Claudia muss noch sagen. Ja. Also die Liste mit den Unterschriften ist jetzt gerade durchgegangen. Irgendjemand hat sie bei der Unterschriftenliste unten dazu geschrieben, die das also ausgefüllt war. Wer das wollte, kommt bitte nach vorne und tragt in die Extraliste ein. Und jeder, der nur später gekommen ist und sie noch nicht eingetragen hat, der kommt auch bitte nach der Vorlesung und unterschreibt uns bitte nochmal. Danke. Dankeschön. Es ist diesmal leider wirklich wichtig, wenn es darum geht, ob wir ausreichende Betreuungsressourcen für die Übung bekommen oder nicht. Gut, wenn es keine Fragen gibt, das ist meine Wahrnehmung, von ich meiner Bitte dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir sind eh noch da und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen zur ersten Vorlesung.